Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Torwart-Spielerkarriere zusammen natürlich mit dem Special Stargast wie eigentlich in gefühlt jedem Video. Jan, hi! Hallo! Also ich habe tatsächlich sehr wenig Videos jetzt auf meinem Kanal, vor allem da meine Festplatte kaputt ist, wo du nicht dabei bist, das ist verrückt. Hallo. Naja, wir gucken einfach mal auf die Tabelle und gucken uns die ganze Situation nochmal an, denn wir haben jetzt ungefähr eineinhalb Wochen wieder nicht aufgenommen. Werder Bremen auf Platz 1, das ist natürlich absolut stark. Du bist mit Wolfsburg auf Platz 7, also ja, Europa-Plätze ganz... So in Orange. Ja, klar, das ist heftig. Europa-Plätze sind schon... Ja, das ist schon... Ja, knapp. Und ich bin natürlich ganz, ganz stark auf Platz 13. Ja, für Augsburg ist das gar nicht mal so unrealistisch. Zum Beispiel wie bei Dortmund. Aber, ja, ich würde schon gerne ein bisschen nach oben. Wir haben aber nur 2 Punkte Abstand. Was ist das denn? 2 ja, Punkte Abstand eng, und 6 Plätze. Das ist schon krass. Okay, ja, nicht lang schnacken, direkt weitermachen. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt das Spiel gegen Hannover, die übrigens Platz 11 sind und die wir dann auch überholen könnten, wenn wir gegen die gewinnen. Also Jan, wehe, du hältst. Oh, Augsburg kommt! Ja, starke Parade, nochmal hinterher springen, das war sehr gut. Safety für die Fans. Komm, der kommt sogar noch in den Rückgang. Jetzt siehst du halt wieder, wo du stehst, aber das sogar abgefälschene fängt ihn wie eine Katze. Oh, komm, Kajubi, was ist das denn für ein Typ? Schon die dritte Parade hier, was ist da los? Ich hab Angst. Nein. Muss auch mal was machen. Ja, komm. Wir müssen gar jetzt nichts. Jetzt aber, Buddy, Ich glaube, der war 18 Meter am Tor vorbei. Man hat es nur nicht gut erkannt. Was ist denn das hier ist doch Betrug. Der schummelt doch, das kann doch nicht sein. Gut in Form. Ah ja. Sehr gut. Na, jetzt mal ganz ehrlich, ne, der hätte doch reingehen müssen. Und vor allem Flanken, Kopfball, das ist für mich eine unlösbare Aufgabe. Und du hast jetzt schon 4 Paraden gemacht und dann auch noch so eine dabei. Das ist ja, also wie man so krass sein kann, das verstehe ich gerade gar nicht. Das bringt was, so eineinhalb Wochen erst Urlaub wieder gewesen. Ja, der Skin. Ja, gut, dann... Eineinhalb Wochen Urlaub und dann ist er drin. Nein, nach Spaß. Nach 1000 Chancen. Ja, kann ich auch nicht alles halten. Ich bin ja auch nur so ein komischer Esser oder so heißt der. Und außerdem Hannover. Boah, ich kann eigentlich gar nicht für Hannover halten. Das ist, tut mir in meinem Löwenherz weh. Ah ja, okay, das ist natürlich klar. Jetzt fängt es schon wieder an, ey. Hilfe. Nein, ich kann keine Flanken wie Jan. Ja! Das war gefühlt das schlechteste Stellungsspiel, was ich je gesehen habe. Dafür... Und er hat genau mich angeschossen. Ja. Oh Mann. Sehr gut, ihr seid meine Freunde, Hannover. Komm, jetzt vor der Halbzeit nochmal. Kajubi. Macht doch was. Spielt wieder raus auf Hahn oder wer das ist. Kajubi. In der Mitte, Gregoritsch, Hahn, was ein Pass, Hackenpass, und er macht doch in die Mitte, jetzt Kajubi! Guck mal, das ist schon längst über der Zeit, die müssen wir abhalten. Ja, 6 Minuten! What the fuck? 6 Minuten, jetzt ist er drin, komm! Oh, das wäre so cool einfach. Nee, auch richtig verdient, ja, jetzt, ja, hat er jetzt. Endlich. Oh, da ist der Mike. Ne Esser. Aber das hast du gut gemacht bisher. Also für die Chancen, was Augsburg hatte, hast du das eigentlich ganz gut gemacht. Aber man muss halt wirklich sagen, man muss Augsburg da loben, dass sie, sie wollen Hannover überholen. Sie wollen sich den Tabellenplatz gar nicht zurückholen, weil wir waren ja noch nie so weit oben. Aber ja, sie wollen sich den erkämpfen und das probieren sie hier. Leider sind sie an dir oft gescheitert. Striken. Oh, wie schön gespielt. Nee, Pfosten. Dann haben sie auch noch Pfostenpech. Also wenn wir das Spiel nicht gewinnen, wäre es schon ein bisschen unfair. Nächstes Spiel gegen die Klubberer. Oh, guck dir den Abstoß an. Nicht Abstoß, Abschlag oder keine Ahnung. Kajubi, da ist doch Finn Bogason auf Hahn. Wie schön war das denn? Oh, und er hält auch den. Der Torwart da. Er hält auch den. Was für ein Biest bist du denn heute? Paraden oder so schon. Oh.
Deine Paraden waren halt auch immer krass. Ja, das finde ich gut. Oh, jetzt. Oh, was. Gute Parade. Dankeschön. Das mache ich auch mal was. Ja, nein, Kajubi ist schon nicht im Abseits. Oh, und jetzt ist er drin. Der Winkel war schon krass, dass der den überhaupt reingehauen hat. Aber endlich. Das ist sehr, sehr gut und natürlich auch verdient. 2:0 für die Augsburger. Hier auswärts ja, stark. Wow. Stimmt. Also es ist ziemlich verdient. Come on, hart auf Kajubi. Der hat schon zwei. Und da ist der dritte. Was? Patrick, da habe ich jetzt aber gerechnet, dass du ihn wieder kratzt. Ich hatte es gehofft, aber... Du eigentlich gar nicht schlecht standest. 3:0, das ist das schönste Ergebnis im Fußball, das man haben kann. Also natürlich geht es natürlich noch höher, aber ich finde 3:0 ist immer der so... Der Pass war krass. Der war schon krass. Und Kajubi mit dem Hattrick heute. Yes, Mann. Sehr stark. Oh, du der duckt sich! Digga, was stimmt mit dir nicht? Au. Nice, Leute. 3:0 gewonnen, trotz mega starker Leistung meiner Meinung nach von Jan. Danke sehr. Aber ich habe auch zwei Bälle gehalten, das war natürlich auch... Ja, also zwei relativ gute Chancen hatte Hannover auch. So, Leute, zweites Spiel. Wir spielen gegen Nürnberg, gegen den Club. Ja, ich weiß, dass sogar ein paar Leute von meinen Zuschauern sogar Nürnberg-Fans sind. Trotzdem würde ich die gerne besiegen, denn die stehen über uns in der Tabelle, ja. Und deswegen wäre das super, super geil, wenn ich die jetzt wenigstens mit 1:0 oder einem Tor halt Abstand wegklatschen, du. Ja, komm, Hahn! Martinia hält. Hey, ich bin heute gar nicht so schlecht. Also ich bin heute echt nicht schlecht. Ja, du bist echt voll gut heute. Und trotzdem habe ich nur Unentschieden gespielt, Mann! Aber und 3:0 verloren bei mir. Man darf es natürlich nicht sagen. Ihr müsst meine Folge gucken in der Infokarte. Leute, los, jetzt. Los. Wenigstens 0:0. Unentschieden würde ich tatsächlich sogar mitnehmen. 0:0 zumindest. Ein 1:1 wäre zwar, ja, aber... Guck mal hier, 0 Schüsse, 0 aufs Tor, also... Ah, ich will mit einem 0-0 Tor gewinnen. Würde ich nicht mitnehmen. Ja, passt doch, oder? Ey, die passen in diesem Spiel nicht. Das ist halt wieder, weil wir daheim spielen, ne? Pfeif-Ab, Schiedsrichter. Kajubi. Gregoritsch! Was für ein Scheiß. Was ist das hier gerade für ein Spiel, ey? Ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall nicht so mein Fall. Aber oh jetzt Gott. Kommt auf jeden Fall Hahn, der auch schon ein paar Tore gemacht hat. Nochmal hinterher springen. Der typische Jan. Warte. Mach ihn doch! Hab ich gesehen, hab ich hingeguckt. Der Nachschuss hätte sitzen müssen. Jetzt Kajubi! Aufs Netz, ich dachte schon, er ist drin, weil das Netz gezappelt hat. Yeah. Oh, jetzt in die Lücke spielen, jawohl! Und jetzt, das war doch bei... Ja, Abseits! Was ist das? Ich dachte schon, warum springt der nicht? Dachte schon, oh fuck, er springt nicht! Ein sehr, sehr starker Mann in unserer Reihen, Kajubi, noch stärker! Alter. Und da unten! Oh. Er pfeift! Fehlentscheidung, Schiedsrichter, nee, das war bitte. Absolut, das war korrekt. Ich bitte dich, Hahn, wechseln wir jetzt das mal aus. Das habe ich schon vor 10 Minuten gesehen, dass es abseits ist. Mann, wieso hast du eigentlich immer die Spiele zu 0, ey? Eine Minute noch. Eine Minute noch. Grätsch ihn einfach voll um. Voll Offensive. Pfeif doch. Mann. Tor! Mach ab jetzt. Tor! Nein! Ja! Stark gehalten, oder? Was für gehalten? Der Posten hat stark gehalten. Ach, ist das unfair, das ist so unfair. Das ist, also... Das ist, ich würde sagen, es ist verdient. Weil beide Mannschaften hätten ein Tor machen können. Hafse. Guck mal, Parade hier. Fehlschuss, also... Die Highlights sprechen Alter, nur... Krass. Die Highlights sprechen nur für Augsburg. So, weiß gar nicht, was du hast. Kann man mit, aus Nürnberger Sicht kann man hier, guck mal auf die Statistik, wirklich mit dem Unentschieden zufrieden sein. Einen Schuss haben die gemacht und 0 aufs Tor. 5 Schüsse und 2 aufs Tor. Beide echt schlecht. War wirklich ein Mittelfeldkampf. Und aus Nürnberger Sicht kann man da echt zufrieden sein. Hätte auch ein Tor fallen können für Augsburg. Aus Nürnberger Sicht kann man den Tor loben. Ja, klar. Völlig berechtigt.
Naja, gut. Auf jeden Fall gucken wir uns nicht die Tabelle an. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Jan vorbei und lasst mir total, wenn es euch gefallen hat. Also rein, bis dahin. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao. Ciao.